Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem schweren, schrägstrich recht langen Gütezug, beziehungsweise jetzt ist es nicht mehr ganz so lange. Wir müssen mit dem noch ein kleines Stückchen weiterfahren und ich dachte, damit es noch ein bisschen interessanter wird, mache ich mal richtig schlechtes Wetter rein. Richtig schöner Sturm. So, was ich gerne machen würde, ist da ganz hinten noch ein Kabus ranmachen. Das heißt, wenn wir die Fernsteuerung hier anmachen. Oh, das ist von der Reichweite natürlich suboptimal. Reverse, das passt. Mal hier mal die Bremsen lösen. Und dann ein Stück nach vorne. Ich habe immer noch nicht kontrolliert, ob da vorne die Weichen korrekt sind. Ich spiele da ganz auf Risiko. Und das Menü brauche ich auch nicht mehr. Dankeschön. Das habe ich nur kurz genutzt, um das Wetter einzustellen. So, deine Bremsen. Dankeschön. Und Spawner einmal hier. Hallo? So, deine Number Reskin LED. Bitte wieder, oder? Hallo? Ach da. Spawner. Güterzug Begleitwagen rot. Finde da hier nicht so toll. Wie stehst du jetzt? Okay, gut, dass wir das mal schnell eingestellt haben. Und auf gar keinen Fall wirst du mit diesem Skin hier mitfahren. Ich würde mal sagen, wie Skin. Ja. Passt. So, einmal Remote Control. Vorwärts bitte. Auf Stufe 1. Ich glaube, wir könnten dann schon mal. Wo ist die Handbremse bei dir? Ja. Ja, das passt. Nicht. Scheiße, der war nicht ready. No. Wieso bin ich jetzt hinten drauf? Handbremse ist da vorne. Ach. Das ist nur Chaos mit mir. Durchgehend. Vor allem in Deep Valley. Du bist aber. Nee, Unlock will ich nicht. Komm, Kollege, einmal ran. Sehr gut. So, einmal da auf und einmal da auf. Und das machen wir hier wieder zu. Und wir könnten. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich aufs Dach hoch. Dankeschön. Oh, jetzt spinnt man mir die Leertaste. So, würde ich sagen, setzen wir. Kannst du bitte? Okay, Feuerzeug. Das habe ich im anderen Inventar. Nice.
Okay, dann haben wir jetzt eine Markierung, wo der Zug endet, aber na, vermutlich absolut Zero da. Aber das gibt's nicht. Ich werde noch mal einen kleinen Cut machen müssen. Meine Tastatur tut gerade nicht das, was es tun soll. Und hier war alles safe. Ziemlich geil. Holy shit. Wie das aussieht. wie in einem Horrorfilm. Wobei. Soll man wirklich mit zwei fahren oder mit einer? Ach komm, das sind zusammen, also fahren wir auch mit zwei. Okay, es gibt noch mal ganz kleinen Cut und dann geht's weiter. So, da bin ich wieder und ich glaube, ich habe mein Problem gelöst, aber das werde ich dann sehen, wenn ich hier ein bisschen länger mit meiner Tastatur rumspiele. Wir sind abfahrbereit, keine Warnung hier. Gut, ja dann würde ich sagen, gib mal Schmackis. Für die Karte, wir müssen links, links, immer links, okay. So, und von den Gleisen her müssen wir da Güterzug kuppeln, fahren, abkuppeln, C6i. Das wären die ersten. Und C6, C4i. Und D2i ist der einzige, der anders ist. Und als erstes müssen wir sowieso den Flying Clipper da als erstes auf C41 bringen. Das kriegen wir hin. Oh, gib mal Leistung. Bahnhofspläne, wir brauchen FF. CD. Mal rutschen. Okay, mal kurz gucken. C4i. Ach, das ist gerade das Hauptgleis. Nice. Gut, Bremsen hat sich auch nicht gelöst. Sehr gut. Irgendwie noch weniger. Scheibenwischer, machen wir dich mal an. Ja, das wollen wir so. So, volle Pulle bitte. Wie schnell darf ich hier fahren? 80, okay. Läuft. Eigentlich auch mal in die Außenansicht hier gerne gehen. Oh ja, das hat was. Wir haben nur ein bisschen zu viel Leistung für diesen Zug. Okay, gehen wir da rein. Na, geht das ohne Schleudern? Mir ist gerade irgendwas abgerissen. Ich habe noch einen interessanten Mod gefunden auf Nexus Mods und zwar ist es Slopey Shunter, glaube ich, oder so heißt der. Das sorgt dafür, dass die Wagen nicht alle perfekt dastehen zur Abfahrt. Sprich, es kann Kupplung offen sein, die Handbremse kann zwischendrin irgendwo angezogen sein, alle solche Scherze halt. Oder dass Luftleitungen nur zur Hälfte irgendwie gemacht sind. Das heißt, du musst dann halt wirklich saubere Abfahrtskontrolle machen und nicht nur einfach die erste Handbremse lösen. Ich glaube, den werde ich mir noch installieren, weil das klingt noch witzig. Du musst wirklich alle Wagen kontrollieren. LBF. Ach so, stimmt ja. Weizenfeld. Das Weizenfeld mit deinem eigenen Halt. Warum nicht? Aber ich glaube, auf der Karte wird seitens Devs nicht mehr sehr viel passieren.
Die werden sich auf ihren neuen Sachen konzentrieren. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich frage mich eh, wie die das mit dem Verdienst machen, weil so auf die Zeit könnte es ja gar nicht so viel Verkäufe sein von Team Rebelli. Also jetzt ein paar Einzelne garantiert, aber sicherlich nicht Tausende pro Monat, würde ich jetzt mal schätzen. Leicht zum Quietschen. Ich glaube, Geschwindigkeit ist noch in Ordnung. Oh, jeder geht so dann gleich schon viel schneller, wenn man nicht mehr ganz so lang ist. Oh, sollte vielleicht Weichentool mal vorbereiten. Spawner, eine Idee, komm. Weiche. 60. Da, Weiche. Ich sehe einfach gar nichts. Das war's schon wieder mit Bremsen. 100. 10 Meter. Es macht so keinen Sinn. Deo. Ciao, Luiz. Wir müssen da lang. Oder? Habe ich richtig gemacht. Wo ist da ein roter Dot? Was ist der? Ah. Cool, da sehe ich so an der Karte, wo mein Zugende ist. Ab und zu entdecke ich da doch noch was Neues hier drin. Ja, noch eins mit drauf. Ach stimmt, den Kraftstoff habe ich ja überhaupt nicht kontrolliert mit der Abfahrt. Aber da sind wir noch sehr gut to go. Sinn. Konnte man auch schauen, wie es aussieht mit dem Geld, aber ich bin jetzt hier sowieso in der Sandbox drin. Da spielt es ja sowieso keine Rolle. Ja, eine Stufe noch. Wir werden langsamer. Das ist jetzt so heftig hier nach oben. Jetzt Weltkarte gucken. Ja, das dürfte aber nicht lange so gehen. Bock, du gibst eh Bescheid, wann du einen Sandstreuer brauchst, ne? Aber ich glaube, ich sollte nicht so lang die Lok ohne Aufsicht lassen. Und wegen einer Kreuzung da vorne gleich. So, komm. Du schaffst es.
weißt du was, jetzt gehe ich mal ganz kurz vor. Moin! Was haben wir für Geschwindigkeit? Oh, scheiße, 30. Ja, dann werden wir mal ein bisschen langsamer. Ja, perfekt. Schlauerweise hätte ich mir vielleicht hinten die kleine Elektro-Lok, also Batterie-Lok mit anhängen können. Das wäre, glaube ich, nur witzig gewesen. Oh, die werden wir dann gleich in der City nutzen. Sofern es mit den beiden dann nicht eh gerade schneller geht. Aber dann sind wir auch noch mal ein bisschen was anderes gefahren. Oder nee. Wir nehmen den Kollegen mit der Gangschaltung zum Rumrangieren. Dann werden wir die zwei wegtun und dann sagen wir, der Rangierer macht weiter. Und vor mit dem, da habe ich auch noch einen neuen Skin auf Nexus Mods gesehen, und zwar einen ÖBB-Skin für die Look. Der sah ziemlich geil aus. Dann haben wir da noch ein kleines Highlight. So, Cardi. Ja. 30. Oh, scheiße. Oh. Bin ich. Was war das denn? Ach, der Scheibenwischer. Oh, möchtest du ein bisschen mehr bremsen? Oh oh. Oh oh. Ich glaube, das war jetzt gerade sehr knapp. Ah Mann, ich sehe ja das Ende nicht. Stimmt, ich habe eigentlich nicht einmal dynamische Bremse genutzt. So, 30, was habe ich gesagt? Ich muss ja dann geradeaus auf C. Wieso? Jetzt könnte es eigentlich mehr nutzen. Naja, wir werden zumindest nicht schneller. Bitte schalten das zwar immer noch zu schnell. Mach die Weiche. Weiche. Ja, das ist richtig. Das ist gut. Eigentlich, nachdem ich jetzt noch nicht einmal da gewesen bin, muss man schön mittig reinkommen. Hoffen, dass nichts da steht. Jut. Eine in die Bude. Fuck. Und ich sag noch, ich hoffe, dass nichts da steht.
Ja. Ach so. Sind wir noch auf den Schienen? Das sieht gut aus. Fahrzeug 100%. Da sind wir auch noch drauf. Ich glaube. Schau mal hier. Ja, du hast 90% gekriegt. Altmetall, da sind wir jetzt auch dezent reingedonnert. Aber du bist drin. Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen suboptimal. Wieso? Ah, shit. Ja, ist richtig. Aber es ist auch. Okay. Ja. Also, wir werden ein bisschen umdisponieren. Die allerhintersten. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wo die hin müssen. Das war, glaube ich, der da. C4i. Nicht sogar dann. Nachbar hier. Jo. Und der ist auch komplett frei. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wenn wir hier mal flüchten, als wäre nichts passiert. Wir sind da ganz vorsichtig reingefahren. Die Dellen hat das schon vorher gehabt. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Yes. War da Azubi. Oh, hätte ich nicht aufgepasst, hätte irgendwas anderes gemacht, dann hätten wir hier einen schönen Unfall gehabt. Mit ein bisschen Explosion und so. Das könnte man ja auch noch irgendwie on purpose machen. Irgendwie mal so einen Bahnhof hochgehen lassen. Naja, ich gebe schon weniger Gas. Alles gut. Das ist eh die Frage, wie mache ich denn das? Mit dem Anhalten kann ich mir das markieren. Ja, wir machen das wieder mit Fernsteuerung. Oh, bitteschön, einmal Sand. Jetzt drücken natürlich die Wagen, die da hinten wieder den Berg raufgehen. Ach, wäre ich doch gleich von Anfang an auf das richtige Gleis gefahren. Zumindest für die ersten Wagen. Haben wir denn noch? Was ist denn jetzt? Lass mich raten. Temperatur. Ja, natürlich. Ja, ich bin ganz froh, dass wir doch die zwei Loks jetzt hier noch dran haben. Ja, ist bestimmt ein bisschen witzig gewesen mit einer. C4i. Machen wir das schon mal richtig. So.
Okay, das heißt, wir sollten da jetzt unfallfrei reinkommen. So in der Theorie. So. Dann lassen wir die jetzt mal fahren. Weil wir werden dann eh überschießen und dafür geht es dann eh wieder auf die Strecke. Das sollte nichts sein. Vertrau mal drauf. Und. Okay. Und wenn dann schaut, dass wir hier dann sauber anhalten mit denen. Der Kleinigkeit, das reicht. Sehr gut. Ah, und was ich nicht vergessen sollte, ist nochmal kurz auf die andere Seite gucken, ob ich da schon neue Güterwagen rumstehen habe. Weil ich habe den zweiten Mod mit den Custom Cargos noch mit installiert, aber ich habe von dem noch nicht sehr viel gesehen. Schild ist da. Ja, perfekt. So, die Handbremse einmal neu. So. Okay. Ne, da lasse ich offen. Hier. Komm jetzt. Oh, jedes Mal auf die andere Seite. So. Einmal zum Chefaufseher. Chefaufseher, danke schön. Komm mal rein hier. Ich hab da was für dich. Und zwar. Der müsste sein. Nice. Her damit, auch wenn ich es nicht brauche. So. Kabus lassen wir auch hier dran, dann haben wir unseren Funkverstärker. Jetzt haben wir die ganzen Kollegen hier dran. Eigentlich wollte ich Lokwechsel machen. Soll ich das schnell machen? Ja, wir machen jetzt noch schnell einen Lokwechsel. Also, ich gehe mal schnell in den Cut rein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, daheim, da bin ich auch schon wieder und ich habe mal die Lok getauscht. Schaut euch mal das schöne Livery an. ÖBB 2069-009-2. Ah, das ist doch schön. Gefällt mir. Wirklich toll gemacht. Und mit den Anschriften, die man auch erwarten würde. Was haben wir für Datum? 1.50. Hier auch. Und im Führerstand gibt es auch noch was Witziges. Und zwar das hier. BZB ausgebaut. Ach, wer braucht das schon? Ansonsten, ja, alles klar. Gibt es noch irgendwie Details? Nö. Okay, ich habe schon mal nachgeguckt. Die Wagen ganz hinten, die müssen auf das D-Gleis. Das ist da hinten. Das heißt, wir werden hier das Ganze mal rausziehen. Und wir haben hier sogar die Platte drauf, wie wir was machen müssen. Erster, zweiter. Warte mal, wie ist der Plan? 1, 2, 3. 4, 5. Ah ja, werden wir schon hinkriegen.
Also, einmal so. Es ist gelöst. Erster Gang. Los geht's. Wieso wackelt das so? Okay, es kommt auch alles mit. Oh, zweiter war rechts hoch, ne? Ja. Oh oh. Sind wir jetzt schon am Kämpfen? Okay. Übergang. Ich glaube, das reicht erstmal. Geschwindigkeit 15. Sehe halt leider meinen Zugende nicht. Komm, schmack es. Haben wir noch irgendwie Kühlung? Nee, ne? Kritisch. Okay, erster Gang. Nein, komm. Komm, 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 andere Richtung. Ja, sie schafft's. Naja, du und deine Temperatur. Ja, grenzwertig, grenzwertig. Das wäre natürlich der Mod ganz praktisch, wo ich Multiple Unit machen kann, mit jeder Lok. Aber ich glaube, ich würde es jetzt erstmal ausreizen. Und dann mal schauen, wie weit wir sind. Oh, ich glaube, das müsste schon langsam reichen. Ja. So, einmal neutral. Emsen. So, du kannst wieder ausgehen. Ja, dann schauen wir mal. Wo sind wir? Ja, das war mehr als genügend. So, und da hinten die Weichen, die habe ich schon gemacht. Soll ich es nochmal kontrollieren? Nehmen wir von da links. Okay. Hallo. Dankeschön. Soll ich einfach reinrollen lassen? Komm, lösen. Vorwärts. Naja, natürlich immer voll drin. Nein, wieso? Ah. Maus!
Frauen bremst. Ich glaube, ich musste mitbremsen. Sonst wird das hier ein bisschen zu schnell. Okay, das passt. Aber mal schauen, ob ich das das erste Mal einigermaßen gut hinkriege mit dem Anhalten, dass alles drin ist. Was drin sein soll. So, du kannst mal ein bisschen reindrücken. Okay, können wir mal anhalten. So, wie viel fehlt noch? Oder bin ich drüber? Ah, da fehlt noch einiges. Die Wagen hören auf bei 302. Okay, Wagen 302. Wo ist 302? 252? Da ist 302. Und der wäre eigentlich drin. Mal kurz kontrollieren. 302, 401. Ja, passt. Habe ich immer gut abgeschätzt. Ja. Nein, jedes Mal. Einmal Luft raus. Nice. Okay, einmal abgehen. Wo bist du? So, Chef. Das nächste ist fertig. Bitteschön. Dankeschön. Yes. Und der Kollege muss auf C6i. Das ist C7. Mal gucken. C6i, das ist das Gleis hier. Weil dann können wir auch das schon mal richtig einstellen. Das ist schon mal falsch. Und das auch. Und das stimmt, okay. Das heißt, wir müssen nur einmal wieder komplett raus. Und da hinten wieder rein. So, EBB-Lok. Wir machen einen Abflug. Perfekt. Also ganz genau nehmen wir es jetzt nicht mit dem Schema, aber solange es sie zieht. Ja, ich glaube, das reicht so.
Ich muss sagen, bis kurz nach, oder auf der Brücke, glaube ich, gemacht, dann anhalten. Ja, das müsste reichen. Seht ihr, wie schauen wir da? Ja, das war natürlich. So. Ah, mal so. Und es passt es. Reicht das echt nicht von den Bremsen her? Anscheinend nicht, aber gut, ist jetzt eh egal. Wir wollen ja gerade eh wieder losfahren. Das war vielleicht weniger gut. Sehr nice. Ja, und dann haben wir jetzt dann endlich unseren Megazuki mal fertig. Das waren jetzt, naja, fast 2 Stunden. Wenn wir die Arbeit ganz am Anfang mitrechnen. Schon noch ein bisschen Arbeit hier drin, obwohl die Karte eigentlich gar nicht so groß ist. Okay. Hat meine Arbeit richtig gemacht. Richtige Gleis. Ausnahmsweise. Eigentlich könnte man das mal mit einem Personenzug machen. Das Längste, was gerade irgendwie so geht. Könnte beim Bahnhof ein bisschen doof werden. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir dann mehrmals anhalten müssen. Ja, weil der Unterschied hier haben und wir dann eben extrem lang sind. So, dass wir da vor- und zurückrutschen. So, einmal rein. Sehr gut. Ja dann, liebe Leute, machen wir hier mal das Licht aus. Handbremse. So. Mach hier die Handbremse, nicht vergessen. Und dann ist der Job für heute erstmal erledigt. Gehen wir nur noch unseren Auftrag hier ab. Da ist er. Nice. Kein Zeitbonus. Gut, bin zwischendrin mal ein bisschen rumgestanden, als ich geschnitten habe. Aber nett war's. War eine nette Aufgabe. Und eigentlich dachte ich, es geht schief. Ja, und es wäre auch fast schief gegangen mit meinem Chaos. Aber der schlimmste Part ganz am Anfang beim Hafen, der ging halt echt gut. Und jetzt auch der Part sowieso. Aber da ist der Zug ja schon um einiges leichter und kürzer gewesen. Bis dahin, liebe Leute, ich wünsche euch was. Gute Fahrt. Bis zum nächsten Abenteuer in Tyrell Valley. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.